Hallo und herzlich willkommen zurück zu DCS World. Ja, wir sind wieder bei der 2.0 auf der Nevada Map. Ich wollte hier einfach mal was abchecken, und zwar bei den Missionen. Ich weiß ja nie so wirklich, was ich mit euch machen soll. Wir sehen hier, dass auf der Nevada Map irgendwie außer hier bei Flaming Cliffs sonst keine wirklichen Missionen sind. Aber auf der Kaukasus Map gibt es Missionen. Da würde ich gerne mit euch demnächst die KA50-Kampagne anfangen, weil ich mir die einfach erstmal relativ easy vorstelle im Vergleich zu den anderen Flugzeugen. Ja, mit dem KA50 kann man ja mal so kurz stehen bleiben und nochmal nachdenken und so. Aber das würde ich gerne mit euch machen und vielleicht auch auf der Kaukasus-Map so ein paar andere Missionen. Und im Moment beschäftige ich mich so ein bisschen mit der Mirage. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal hier so eine schnelle Mission erstellen. Da wähle ich mir die Mirage aus. Wir sind natürlich Frankreich. Wir starten von der Startbahn, denn da kann ich euch was Lustiges, sage ich mal, zeigen. Wir lassen das Ganze auf leicht auf jeden Fall. Einsatzgebiet Nevada. Jahreszeit spielt eigentlich keine Rolle, kann ruhig zufällig sein. Wetter machen wir mal klar, aber bei der Startzeit, da habe ich mir gedacht, machen wir das mal so ein bisschen später. Vielleicht so, obwohl, nee, dann hängt das auch von der Jahreszeit ab. Komm, wir machen mal hier Sommer und wählen dann aus 19. Fortgeschrittene Sicht. So, das sind wir. Wir haben keinen Flügelmann. Wollen wir uns einen Flügel? Nein, wir machen das so. Starten von Startbahn, Schwierigkeit leicht. Einsatz, bla bla bla. Das ist alles schon so richtig. Kampfflugzeuge. Ich habe so ein bisschen Schiss. Ich will tatsächlich den Luftkampf so ein bisschen üben. Dann machen wir alles so Minimum. Und AA kann ruhig drin bleiben. Wie die auch Minimum. Fahrzeuge, das kann auch ruhig so bleiben. So, aber wir sollten uns vielleicht. Das muss ich jetzt als erstes machen. Guck mal, wir machen mal hier, wählen uns den Punkt aus. Das jetzt funktioniert. Ich hoffe es. Und machen Mission generieren. Das dauert jetzt ein bisschen. Nö, dauert doch nicht so ein bisschen. Wir sind hier unten. Und wir starten ja auf dem Flugplatz. Ja, die Nevada Map brauchen wir so ein bisschen. Das sind wir. Wir rüsten uns mal ein bisschen aus. What the fuck ist das? Ach so. Okay. Close Air Support war das, ne? Genau. Und wir wollen Close Air Patrol. Und ich verstehe jetzt gerade nicht, wo dieser Alien-Port ist. Wieso ich den hier nicht auswählen kann. Aber okay. So, das brauchen wir hier nicht. Verstehe ich auch nicht so ganz. Anscheinend sind das dieselben Raketen. Und hier auch zweimal. Welche nehme ich denn davon? Einfach die hier schon drin sind. Brauchen wir einen Pot, also einen Tank? Wie weit ist das denn hier? Ja, komm, wir nehmen einfach mal so einen mit. Den können wir ja, wenn ich den richtigen Knopf finde, abwerfen. Ich glaube aber, ich werde ihn nicht finden. So. Landung? Nee, das kann irgendwie nicht sein. Was zum Teufel?
Nein, niemals. So, entfernen. So. Start von Startbahn ist richtig. Okay, machen wir einfach mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht verstehen, aber was haben wir hier? Alliierter Flug. F-16. Aha, okay. Okay. Alliierter? Ach so, ja, wir sind genau, wir sind ja blau. Genau. Eieieiei. Egal, wir machen das jetzt einfach mal. Wahrscheinlich kloppen die sich da schon die ganze Zeit, während ich versuche, das Teil in die Luft zu kriegen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich mit der Mirage 2000 habe ich schon öfter mal so auch alleine gespielt. Aber ich habe mich irgendwie immer in der Luft platziert und dann war ich heute auf dem Multiplayer-Server, habe mir gedacht, spielst du schön mit der Mirage 2000, roll ich auf die Startbahn, gib Gummi und ja, fahr erstmal in Rasen rein links. Habe ich mir gedacht, okay, Fehler, habe ich dasselbe nochmal gemacht, wieder in Rasen geguckt, dann in Rasen gescheppert. Gucke ich auf YouTube, lese ich mir da ein bisschen was durch, ob es da irgendwas zum Start, irgendwelche Tipps und Tricks gibt. Handbremse habe ich vergessen rauszunehmen. Habe ich dann rausgenommen und habe den dasselbe nochmal versucht, unter den Augen aller Spieler, sag ich mal. Und habe dann Gas gegeben und bin wieder ins Gras gefahren. Ja. Es ist bei der Mirage anscheinend im Moment so, die ist ja noch Alpha und die driftet beim Start gerne ab. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Moment. So, oh. Oh. So. Als allererstes. Machen wir den Spaß hier an. Und. Ich weiß es gar nicht. Ob die komplett nach vorne müssen? Einer davon war auf jeden Fall das RWR, wie ihr hören konntet. Boah, ich verhaspel mich hier gerade. So, dann haben wir hier sowas Schönes. Und ich muss mich jetzt echt konzentrieren, das Ding in die Luft zu kriegen. Wir geben mal Vollstoff. Zweite und richtig. Also es geht aber gerade gut. Das geht. Das hat wohl was mit Wind zu tun. So. Ich habe natürlich keine Ahnung. Doch, da ist mein Wegpunkt. Natürlich geil, so mit in die Sonne reinzufliegen. Komm hier. Jetzt mit dem Wegpunkt. Okay, wollen wir mal ganz kurz checken. Mein Kurs ist 130. Gehen wir kurz hier. Mein Kurs ist 110, ich gehe also knapp dahin. Das heißt, ich muss so knapp 70.
Das sieht ja schon mal besser aus. So, was ich jetzt vergessen habe, ist das Radar. Wäre schon cool, wenn wir das hätten. So. Jetzt spiele ich mal kurz ein bisschen mit dem RWR rum. Zeigt er mir jetzt an. Keine Ahnung. Ich muss wieder zurück. Mach hier mal den amerikanischen Stil rein. Im Radar. Da steht jetzt P. Wieso steht da P? Aber erstmal hier drauf. Hier drauf. Was heißt denn P? Ich weiß nicht, wir lassen das erstmal jetzt so und dann stellen wir das gleich um. Komm, den Treibstofftank können wir auch ein bisschen verballern. Ach so, das können wir auch ausmachen. Das sind wir, das Paintshell habe ich mir ehrlich gesagt nicht ausgesucht, das hat er mir automatisch gemacht. Da, so, jetzt steht da Sil und jetzt glaube ich, funktioniert das alles. Wir haben da schon Ziele. Wo bin ich hier? Ich bin hier auf HRF. Muss ich wissen, weil dann können wir nämlich diesen Single Track Target machen. Allerdings können wir hier doch auch. Wo war das? Ist das dieses IFF, diese Freund-Feind-Erkennung? Ist das? Wie muss das sein? Gibt hier noch ein Zwischending, aber da steht nichts dran. Warum mache ich das jetzt einfach mal auf dieses Sekt? Und. Da ist mein TDC. Und wir gehen in den. Wo bin ich denn? Oh. Ich fliege ungefähr dahin, das heißt da. Das sind die. Obwohl das Hubschrauber sind. Wir machen den Close Air Combat Mode hier an. Und immer ein Autopilot können wir rausmachen. Uah. Hier mal ein Päuschen und check mal ganz dreist wieder die Map. So. Sind überhaupt keine Fighter Jets mehr von denen da, ne? Doch, da ist noch ein Fighter. Ja, Su 27. Sag mal, Su 27. Jetzt könntest du ruhig was ausschalten, Radar. Sag mal kurz hier. Dodge 1, engaging bandit at Bulls 106, 426.
scheint mir hier nichts auf. Stücke 8000. Wir gehen runter. Machen einfach mal spaßeshalber den. Die Waffen scharf. Den hier 530 schon mal aus. Und der horizontale Modus ist hier drin. Sieht man an dieser Linie, der vertikale, man scannt ja so eher vertikal. Na, wie hoch bin ich? Ist okay. Also was sind da hier? Das muss ich auch noch durchlesen, was diese Dinge alle bedeuten. Das ist eine F-16. Ich hab hier was drauf, ich hab hier ein Ziel. Ey Leute, ich hab ein Ziel. Ich hab gerade einen Knopf gedrückt und da hat sich das Visier geändert. Darum dachte ich, ja. Da steht er. Ist wahrscheinlich einer von uns. Ein Teufel. Das sah jetzt so aus der Stelle wie ein AH-64 aus. Scheiße. Entschuldigung. Aber ich habe ihn ja auch nicht getroffen. Er hat... Was hat er denn getan? So, da haben wir wieder F-16. Okay, wir gehen mal aus dem Close Combat Mode erstmal raus. Gucken wir uns diese lustige Funktion mal an. Das heißt Funktion. Das muss ja eindeutig ein Freund sein. Was ich auch weiß. Ich weiß, dass das ein Freund ist. Freund war. Nein, der ist da auf jeden Fall noch. Keine Ahnung, wie der jetzt da nicht mehr drauf ist. Und. Ich fliege gerade so ziemlich über den drüber. Scheiße, nicht sehen. Da ist was. Das war jetzt aber nicht gut. Was zum Henker ist das? Ah, komm schon hier. Boah, es ist umständlich. Vor allem, wenn man so kurzsichtig ist wie ich. Durch. Okay, jetzt, wir dürfen nämlich jetzt
Kein feindliches Flugzeug mehr sein. Was mir sehr leid tut. Dodge 2, engaging Bandit at Bulls 108 for 26 at 8000. Aber wir können die Gelegenheit mal nutzen, um mal zu checken, wo wir den Tank abwerfen. Das ist Emergency. Das ist die Gun Safe. Ach so, das ist das. Dodge 1, Tally Armor at Bulls 0, 7, 8, 4, 35. Alles dran. Mach hier mal eben Autopilot rein. Hier wird das bestimmt nicht sein. Hier auch nicht. Dodge 2, engaging Bandit at Bullseye 108 for 26 at 8000. Ja, was ist jetzt RP? Dodge 4, engaging Bandit at Bullseye 107 for 26 at 8000. Ja, dann mache ich einfach mal. Da alles abgeholt. Bis auf die Magic 2. Dann nutzen wir die Gelegenheit einfach mal für folgendes Experiment. Wir haben Groom Lake Air Force Base, was tatsächlich Area 51 ist. Ich habe es in meinem ersten Video zur Nevada falsch gesagt. Da habe ich gesagt, zur Creek Air Force Base habe ich gesagt, dass das Area 51 ist. Aber ein gewitzter Zuschauer hat mich darauf hingewiesen, dass tatsächlich Groom Lake Area 51 ist. Okay, weiter hier im Text. Wir haben ATC 123. So, wir haben hier 100. Warte mal, 129 oder 123? 123. So, wir haben hier. Oh. Falscher Knopf. Wir haben hier Presets. Und das ist auch hier auf Presets eingestellt. Darum checken wir einfach mal jetzt gerade. Machen wir hier normale Sicht an. Ich will jetzt gerade ehrlich gesagt sehr gerne das hier ausschalten. Das Track AR 121. 28. 126. 133. 130. 139. 140. Da habe ich schon wieder die Frequenz vergessen. 22. 24. Und da sind wir schon bei Nummer 20. Er hat sie also nicht. So, jetzt hier. Er hat sie nicht gespeichert in den Presets. Also machen wir GS Guard. Das weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert. 123. So, das muss jetzt 123. Ja. Das ist prickelnd. Und jetzt müssen wir einstellen. Warte mal. Was haben wir? UVHF. Das müsste eigentlich richtig sein. Ich check mal ganz kurz was. 12. War das Shift Plus. Und Left Alt Minus. Das muss dann so richtig sein. ATC. Dodge 2, engaging
Rumor Air, sorry, wegen Checkerer. Springfield, 1-1, inbound. Funktioniert. Ich hätte natürlich auch die Helikopter angreifen können, aber Helikopter ist irgendwie nichts, wie ich jetzt sagen muss, das ist eine große Herausforderung. Und ich würde es wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Mann, das ging doch hier mit Left Shift und Plus wegen dem Radio. Das muss man nämlich irgendwie. Ah, hier, warte mal. Ich habe mir doch extra so einen Knopf hier gemacht. Was war das? Ne, da müssen wir mal ganz kurz schauen. Steuerung einstellen. Suchen. Links Alt 26. Machen wir dann hier den. Dann müsste das jetzt eigentlich fluppen. Macht's aber nicht. Dodge 4, engaging bandit at bullseye 087 for 35 at 13,000. Wir sind ja auch einfach außer Reichweite. Wo sind wir? Da oben, okay. Okay, wir fliegen erstmal grob Richtung 300. So, wahrscheinlich liegt da nämlich schon das Problem, dass der Jürgen da im Tower wahrscheinlich überhaupt nicht versteht, was wir sagen, weil wir vielleicht ein bisschen weit weg sind, obwohl ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. So, wir wollen auf. Ich glaube 300. Wir setzen unseren Pilot einfach mal etwas mehr hier so. GG. Oh, oder wir haben ihn zu weit gedreht. Oh Gott. Jetzt machen wir Autopilot wieder an. Vorausgesetzt, ich sehe hier was. Wir müssen. Wo ist denn hier Licht? Der Sprung fliegt mir jetzt. Mal runter hier. So. Also wir können ja immerhin. Hier anmachen. Oh. Jetzt finde ich den Quatsch hier nicht. Leute, ihr nervt mich gerade ein bisschen. So. Und dann jetzt hier, komm. F4. Springfield, 1-1, inbound. Oh. Der ist ein bisschen höher, der Hügel. Ach, scheiße. Wenn was klappen soll, klappt's nicht. Machen wir es einfach mal so. Licht. Light. Oh. Lights. Control Float Light. Das ist.
Flashlight Toggle. Da haben wir es doch. Was jetzt natürlich eine Taschenlampe ist, aber wir checken mal ganz kurz. Links Alt und links Control. Links Alt, okay. Wow, ist das hell. Und wir haben eine Taschenlampe. Guck mal. Guck mal. Oh. Das nicht irre? So, jetzt hier aber. Nein. Okay. Oh, 123,50, ich Idiot. Entschuldigung. So. Tower. Hast du mir jetzt eine Antwort gegeben? ILS 139. Warte mal, doch hier. 139, guck mal, das stimmt sogar. Und jetzt ist es drin. Okay. Halten wir. Hab doch keine Ahnung. Komm, wir nehmen hier NAV. Und die Bahn war auf jeden Fall 320. Hier bewegt sich jetzt was? Nee, es bewegt sich nichts. Wow. Was drehe ich denn? Hier dreht sich doch gar nicht. Zwei. Und Richtung war 350. Das ist auch nicht richtig. Das ist in Ma Bar und ich. Das ist alles so kompliziert. Kann ich jetzt nicht einstellen. Ich kann da. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade umrechnen soll. So, 350 hat er gesagt. Mir Autopilot aus. 350. Oh, wir sind ein bisschen schnell, ne?
Pilot wieder an. Keine Ahnung, wie hoch wir sind. Okay. Und mach den ganzen Quatsch jetzt hier aus. Es ist schon wieder alles Französisch. Ich kann so doch nicht. Hier, geh wieder zurück. Keine Ahnung, wohin. Wieso der Scheiß sich hier nicht bewegt? So, liebe Leute, das ist doch ganz einfach. So, du bleibst jetzt hier sitzen und gehst vielleicht nicht unbedingt so viel runter. So, Autopilot an. Ja, war doch. Approach. So, wir sollen das mal ausprobieren. Wir haben ja ILS. Steht auf Marché. Da muss ich jetzt mal ganz kurz checken. Aus. Das war die ganze Zeit aus. Okay. Ja, komm jetzt hier. Normalerweise muss man den Quatsch, der hier auf die Landebahn einstellen. AS. Wo ist Heading? Was ist denn unser Kurs? 175 ungefähr. Hier. Was ist das? Was, sonst haben wir keinen anderen Kursdings hier. Was denn? Ich mache hier gerade nur Chaos, ne? Nur Chaos mit dem Teil. So, wo? Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Was war das denn? So, 107. Runter. Versuchen wir das Ganze halt visuell. Gehen wir mal auf 5000 runter.
Ja. Oh, damit. Das war's dann für uns. Okay, ich versuche das. In der nächsten Folge mache ich das nochmal. Und dann mit ein bisschen mehr Wissen und mit einer etwas besser geplanten Mission oder beziehungsweise erstellten Mission. Und. Verdammt. Und da muss ich jetzt eine, in der Folge eine erfolgreiche Nacht dann hinkriegen. Und ich habe da ganz großes Vertrauen in mich. Wir werden das auf jeden Fall schaffen. Und ich werde wahrscheinlich ein bisschen rumschnibbeln müssen. Aber wie dem auch sei, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.